Ja, wir haben mitbekommen, dass die Wurzeln mein Fundament angreifen. Das heißt, man muss auf jeden Fall weg und wir haben da heute jemanden, der erledigt das Ganze für uns. Ich könnte das ja nicht, ne? Ich habe da ein bisschen... Hallo? Ja, du musst drauf. Achso. Ich hätte da ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor. Also bin ich ehrlich, ich könnte das nicht. Und stellt euch mal nur mal vor, das Stahlseil reißt und das ist ja wie so eine Peitsche. Also für alle, die das halt irgendwie nicht so cool finden, Bäume fällen, kann ich verstehen. Aber es gibt Ersatz. Wir pflanzen 3 neue, 3 gehen weg. 2 davon waren morsch. Der ist einfach kacke. Und wir pflanzen dafür 3 neue hinten in unserem Garten. Hallo Machbar! Ach krass, der hat einfach eine Fernbedienung. Yo, hey! Hallihallo zu einer weiteren Folge Projekt Eigenheim. Kommt mal mit, ich habe ein bisschen was eingekauft. Wir haben ein bisschen was heute schon erledigt. Wir haben ein bisschen Material eingekauft. Ich bin ehrlich, ne? Jetzt ein bisschen dunkel wahrscheinlich, ne? Es wird Licht. Spaß. Kurze Geschichte zum Materialeinkauf. Ich bin wirklich zu geizig, die Maut und die Fracht und alles zu bezahlen, weil ich kaufe wirklich sau viel eigentlich bei meinem Fachhändler des Vertrauens. Da bin ich seitdem ich eigentlich Dachdecker bin, kaufe ich da schon Material. Also von allen Baustellen, ne? Für Freunde, für Bekannte, für alle. Ich bin wirklich zu geizig, da diese 80 Euro zu bezahlen. Das heißt, ich setze mich dann dahin und hole das Zeug ab. Klar, die anderen werden sagen, Zeitverschwendung, aber ich spare natürlich halt echt Geld. Gehen wir eben weiter zurück. Hier sieht man jetzt schon mal die volle Pracht an Rehgips. Ich kriege immer in den Kommentaren Rehgips. Ja, es ist wie Reh und Gips. Nein, Spaß, es ist Rehgips mit I. Also Rehgips. Ich habe hier prägnierte und unprägnierte Platten und eigentlich alles, was wir für oben brauchen. Guter Preis eigentlich soweit. Hier auch die ganzen 2448er Latten. Ich habe hier noch ein bisschen Dämmung. Das ist ja die Dämmung, die ich geschenkt bekommen habe. Ja, ich glaube, ich habe zu viel Dämmung tatsächlich. Den Hals nicht vollbekommen. Hab alles mitgenommen, aber da kriegen wir schon verbaut. Machen wir uns mal keine Sorgen. Hier ist wichtig, dass die Fliesen so weit abkommen. Die sind größtenteils ab. Hier sehen wir auch nochmal die alte Lüftung, denn hier war ja damals die Küche drin. Das ist nochmal wichtig. Dann muss diese Mauer muss noch unbedingt raus. Auch nochmal ultra wichtig. Und dann geht's weiter hier ins Badezimmer. Hallo, wer kommt denn da raus? Bilder. Ja, machen wir so alles. Ja, jawohl. Jawohl, das ist Luke. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ja, hier ist. Sieht man mich überhaupt? Ansonsten mache ich Licht an. Boah, stinkt das hier, Digga. Ist das ekelhaft. So, mein Badezimmer hat sich in den Schutt und in den richtigen Stinkestall entwickelt. Denn gestern haben meine Frau und eine sehr gute Freundin von uns hier die Mauer rausgerissen. Und versehentlich haben sie wahrscheinlich die Kanalentlüftung irgendwie zerdeppert, Alter. Und hier stinkt so hart nach Scheiße. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, wenn ich das rüberbringen könnte, wie sehr das hier riecht. Und wie es hier auch aussieht. Es ist einfach alles voller Ytonsteine. Ja, Schabi. Einmal Kontrolle. Ich wollte mal schauen, was hier so los ist. Was macht ihr denn da gerade? Hüter raus. Ach, hier klopft also die Wand weg. Ja. Ja, das sieht ja super aus. Schön Durchbruch. Ja, okay. Ja. Schön, schön. Also das wollt ihr alles weghauen. Ja. Und die Wand. Und die Wand dahinter auch. Ja. Und die Wand auch. Ja, die Fliesen ist komplett. Ja, okay. Macht ja den Spaß. Das ist anstrengend. Und das als einzuordnen ist auch nicht ganz so geil. Eigentlich sollte man eine Maske tragen, ne? Mhm. Ja, ihr könnt auch ein Fenster aufmachen. Ja, sieht doch schön aus. Gut. Ne? Dann komme ich gleich nochmal wieder, ne? Ja, schön. Dann seid ihr fertig, ne? Hängt aber auch damit zusammen, weil gestern hatten wir keine Schubkarre mehr. Die war ja, hier ist geregelt. Jetzt haben wir einen Vollgummireifen. Und jetzt wird hier mal... Attacke gemacht. Bald kommt auch ein Container, Gott sei Dank. Endlich, ich habe keinen Bock auf einen riesen Müllhaufen bei mir im Garten. Dann kommt der Driss hier ab. Weiter Plan. Wir werden hier weiter alles aufstemmen. Die Leitungen müssen offengelegt werden. Ich will der ganze scheiß Kupferzeug möchte ich raus haben. Es schwitzt nur, es ist scheiße, es ist nicht gut. Also es ist scheiße und nicht gut. Fertig. Das Kupfer haben wir keinen Bock drauf. Vor allem nicht als Wasserleitung. Kommt alles weg. Und dafür muss halt hier noch alles freigelegt werden. Die Mauer kommt ja 50 cm dahin. Die raus, neue Mauer hoch. Mein Bruder ist Maurer. Schau mal. Liebe Grüße an dich. Ich freue mich, wenn du was machst. Ich habe dir noch gar nicht gefragt. Soll ich mal live auf Kamera fragen? Mach mal. Muss mal eben gucken. Sau verrückt. Ich habe 1, 2, 3, 4 Mal einen Yannick. Und ich weiß nicht, welche Nummer von meinem Bruder ist. Ich bin sehr stolz auf dich. Als großer Bruder zum kleinen Bruder. Ich bin sehr stolz auf dich. Also du gehst jetzt nicht ran. Dann bist du echt unzuverlässig, Kumpel. Ein paar Sekunden später. Wir sind verbunden mit der Mailbox V0. Nein, stopp, nein, nicht die Nummer, nein. Es geht ja nicht dran, oder was? Ja, okay, gut, alles klar, dann zeig ich euch mal, wie die Oma aussieht. Unzuverlässig nennt man das, Yannick. Ich bin sehr stolz auf dich. Mein Elektriker des Vertrauens ist gerade praktisch über uns, denn dort liegen noch ganz viele alte Leitungen und die rupfen einfach alle raus, damit das nicht so unordentlich ist. Also er hätte gerne Ordnung da drin, soll er gerne machen. Und wir schauen uns jetzt mal an, was der da oben eigentlich so treibt.
Kurz auch nochmal was Technisches. Wir werden hier auch nochmal isolieren. Da bei der Delta SPF ist das mal wieder ganz wichtig. Hier sieht man das, dass die Folie nicht bis oben bündig durchgeht, sondern dass hier praktisch noch ein bisschen Platz ist. Man sieht da die Trachlatte von den Ziegeln. Und was ich für einen Dachstuhl habe, ich habe Gott sei Dank zweifach stehenden fetten Dachstuhl. Das heißt, mein Dach ist schon... Ich habe einen zweifach stehenden fetten Dachstuhl. Das ist eigentlich ganz cool, weil der ist auf jeden Fall stabil. Das ist immer ein bisschen besser als ein Sparrendach, weil bei mir ist praktisch in der Mitte einmal das Fette. Das ist da, wo der Bieleballe gerade hinguckt. Da, wo auch übrigens ein ordentlicher Riss drin ist. Aber eigentlich an sich der Traghalt, der schadet halt nicht. Nee, aber das schadet halt nicht, weil wenn der Spalt jetzt so, also horizontal, wäre es was anderes. Ich habe dann hier noch einmal die Fette, die hat aber nichts zu sagen. Und dann habe ich noch mal auf dem Mauerwerk eine Fette. Das heißt, hier kannst du echt Fenster reinkloppen, wie du witzig bist. Wir haben hier ein wunderschönes Skelettchen gefunden, vermutlich eine Ratte oder sowas. Aber ja, gut, wahrscheinlich reingekommen und nie wieder raus. Oder halt Rattengift und dann elendig mehr oder weniger hier im Dachstuhl gestorben. Irgendwie haben wir hier kein Licht jetzt irgendwie. Was hast du gemacht, Luke? Was hast du gemacht? Ich hab diese Lichtschalter betätigt. Ja, den darf man nicht betätigen. What? Mach den wieder aus, damit die Sicherung wieder reingeht. So ist an. Also. Ja, nee, die muss ja aus. Ja, ja. So ist aus. So ist Sicherung rausgeflogen. Und warum ist so aus, wenn so an war? Ja, keine Ahnung, was die hier damals gemacht haben. Das ist auf jeden Fall raus. So, gehen wir mal hier eben zum Sicherungsschrank. So, da haben wir ja schon den Chef. Der Großmeister ist schon wieder am Start hier. Ja, Frieda, das ist jetzt eine gute Frage. So, wir machen da ganz pragmatisch. So, den hast du an. Den machen wir an. So, da haben wir schon wieder alles. Perfekt. Das war hier nur der, das ist glaube ich der FI-Schalter, nennt man den. Aber ich bin kein Elektriker, sondern nur ein Dachdecker. Oh, da lugt er wieder. Gemacht. Mach den mal wieder aus oder an. Ja, dann fetzt sofort die Sicherung raus. Was denn? Ja, kann ja sein, wir haben hier alles rausgerissen, überall. Und jetzt, 3, 2, 1 und... Hast du im Badezimmer auch Licht an? Ich habe gerade da auch den Schalter benutzt, vielleicht da. Ja, mach den mal. Und? Mach mal jetzt nochmal. Dinge, die ich nicht verstehe. Darum bin ich aber auch Dachdecker. Hier sind wir soweit recht gut vorwärts. Hier unter Konstruktion. Ich habe heute eine Menge gekauft, also die Konterlattung. Damit wir die Trachlattung fertig machen können. Übrigens auch, ich bin eigentlich so auf ziemlich jeder Handwerksmesse zu finden in den nächsten 2 bis 3 Wochen. Von daher werde ich hier ein paar Tage nicht da sein. Ich gucke, dass ich hier einiges vorbereitet bekomme, dass meine Helfer, Familie und Freunde hier ziemlich viel dennoch machen können. Zum Beispiel muss hier für den Elektriker alles geschlitzt werden, damit die Kabel legen kann. Und ein paar Löcher müssen gemacht werden für irgendwelche Bohrungen, für Wasser, dann ein paar. Da muss noch eine Platte drauf und da muss noch ein bisschen Dämmung hin. Und letztendlich, also mein Schwager ist ja Reiner und hat viel Trockenbau gemacht. Und der wird mir dann letztendlich alles so ein bisschen hier leiten. Also nicht direkt leiten, sondern er wird einfach gucken, dass das alles soweit ein bisschen passt. Wenn ich einen Fehler mache, dann wird er ihn eben korrigieren. Hoffe ich natürlich. Weiter geht's zurück. Hier im Bad, da hier das Scheißhaus, das ist weg. Das haben wir rausgenommen. Da müssen wir auch noch unbedingt einen Topfen drauf machen. Das riecht hier wirklich einfach nur komplett. Es riecht nach Kot. Das ganze Haus riecht nach Kot, Alter. Vorher war es Katzen- und Hundepisse und heute ist das halt. Kanalgeruch halt, ne? Also die Handwerker unter uns, sie werden es erkennen. Vorne war auch ganz interessant, da war noch so eine Ütanwand. Die ist jetzt auch weg, weil ich möchte da was Vernünftiges hinmachen, was gedämmt ist. Apropos Dämm, hier, ehemalige Küche, soweit alles gedämmt, außer da oben. Da ist der Elektriker gestern irgendwie, hat da ein paar Dämmplatten runtergetreten. Genau, hier ist soweit alles isoliert. Man hört das, der Klang hier drin. Also ich bin ja immer ein Fan von, wenn es gedämmt ist. Der Klang hier drin ist wirklich geil, oder? Brechen wir in den Raum rein. Ah! Spaß. Der ist schon super. Hier werde ich heute auch nochmal die Dampfsperre drauf zimmern. Hier ist die Dampfsperre schon drauf. Da sind noch ein paar Löcher, die müssen wir abkleben auf jeden Fall. Hier werden wir die Konterlattung noch fertig machen. Ja, das war's. Das Stand der Dinge. Ja. Ach, schön, dass du mich mal zurückrufst. Hallo, alles gut? Ja, sicher, und selbst. Ja, danke, dass du zurückgerufen hast, ehrlich. Ja, hab ich doch. Ja, nee, weiß ich, danke. Nee, finde ich gut. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Ja, cool. Und alles gut? Ja, ich war jetzt die letzten paar Tage, war ich krank, aber sonst ist alles gut. Ah, was hast du denn gehabt? Weiß ich noch nicht, dann erfahre ich erst morgen. Ah. Ja. Skurril, ja? Ja. Ja, gute Besserung, ne? Danke. Und sonst geht's dir gut? Ja. Schön, ja. Du, ich wollte dich mal fragen, ob du mir eine Mauer mauern kannst als Maurer deiner angehenden Maurermeisterschule. Ja, das ist kein Problem. Du musst mir nur sagen, was du dann an Materialien brauchst. Also ich meine, ich kann es selber, aber wenn ich eh gerade nicht da bin und du Zeit hast, das wäre ja irgendwie ganz passend, oder? Also Mauern kann ja wohl jeder, dafür brauchst du kein Maurer sein. Wann kannst du? Am 5.3. und am 11.3. Ja, dann der 5. hört sich doch echt schön an. Eine Mauer werden. Einfach nur hoch, einfach zu. Einfach eine Mauer, ja. Sie oder soll ein bisschen halten, die soll dann nicht irgendwie einkippen, sondern einfach eine Mauer. Ja, einfach hoch, einfach zu, dann einfach kleben. Ja, dann kleb halt. Also ich würde zwar lieber mauern, aber das dauert länger und... Ich muss lernen. Also ich will keinen Ytanstein, damit er klar ist. Nee, nimmst du KS? Ja, gut. Also du nimmst dann KS. Ja. Schön. Ja, du bist der Beste. Warte mal eben, wolltest du noch irgendwie mal der Community ein bisschen grüßen? Ein bisschen nämlich gerade im Video. Ach so. Ja gut. Ja, ich grüße alle, die gerade zugucken. Also, die bald zugucken werden, ja.
Genau, alle, die mal zugucken werden. Vielen Dank. Ne, vielen Dank. Und die werden dir zugucken, wenn du die Mauer machst. Ist ja ein Deal. Ach, der beste Mann, ehrlich. So, wir gehen jetzt essen. Heute gibt's hier wunderschönen Burger. Oh, mit Bacon. Oh, ja, geil. Du hast Bacon gemacht. Oh, super. Oh. Geil. Komm, wir tun das weg. So, in diesem Sinne, erstmal hier ist Mampfzeit, ne? Mampfzeit und dann Arbeit.